Heute wollen wir uns nochmal die pure Schönheit der Physik vor Augen führen, indem wir eine Formel herleiten aus allen Formeln, die uns bisher so, oder zumindest aus den meisten Formeln, die uns bisher schon bekannt sind. Und das soll uns immer wieder zeigen, wie stark doch in der Physik alles irgendwie miteinander verbunden ist. Also warum kann man die Geschwindigkeit oder warum kann man den Weg beschreiben als eine Funktion der Geschwindigkeit zum Beispiel? Das ist das, was wir jetzt hier speziell machen, aber das gilt für viele, viele andere Variablen, die wir in der Physik haben, die im Endeffekt ja nur Eigenschaften der Welt beschreiben, so wie wir sie draußen sehen, dass das wirklich für ziemlich viele gilt. Und um das ein bisschen anschaulicher zu machen, nehmen wir natürlich auch ein konkretes Beispiel. Und zwar stellen wir uns einfach vor, dass wir irgendein Objekt, ein Ball zum Beispiel oder was du dir auch immer vorstellen möchtest, dass wir das einfach in die Luft werfen und schauen uns dann mal an, wie sich die ganzen Variablen, die mit dieser Bewegung zu tun haben, verändern werden. Um da allerdings hinzukommen, müssen wir uns natürlich erstmal ausrechnen, welche Werte diese Bewegung oder welche Eigenschaften diese Bewegung zu welcher Zeit zum Beispiel hat. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal ein paar gegebene Werte. Nehmen wir doch mal an, dass wir unserem Ball eine Anfangsgeschwindigkeit mitgeben von 19,6 Metern pro Sekunde. Und dein geschultes Auge hat bestimmt schon erkannt, dass 19,6 jetzt keine zufällige Zahl ist, die ich einfach so hinschreibe, sondern die ist wohl gewählt, um nachher die Berechnung einmal ein bisschen leichter zu machen, damit wir die im Kopf rechnen können und auch damit nachher das beim Graphenzeichnen ein bisschen leichter wird. Ihr könnt aber natürlich, wenn du zu Hause für eine andere Bewegung ausprobieren möchtest und ausrechnen möchtest, kannst du natürlich auch jede mögliche andere Zahl nehmen. Und was wissen wir denn noch? Wir wissen, dass auf unseren Ball die Gravitationskraft wirkt, richtig? Das haben wir schon gelernt. Das Newtons universelles Gravitationsgesetz besagt, dass zwischen allen Objekten oder zwischen immer jeweils zwei Objekten, solange sie eine Masse haben, immer eine Gravitationskraft wirkt. Und die ließ sich ja beschreiben mit der Masse des Objekts mal diesem kleinen g. Und dieses kleine g war ja sozusagen die Kraft des Gravitationsfeldes in der Nähe der Erdoberfläche. Und also ich mache mal ein kleines e dran, weil wir uns ja hauptsächlich oder zumindest fast ausschließlich bei unseren Berechnungen immer auf der Erde bewegen, sollte es eigentlich klar sein. Also ich werde es in zukünftigen Videos weglassen. Wenn ich ein kleines g schreibe, meine ich damit immer das kleine g auf der Erde. Und naja, wir können ja nochmal einen kurzen Exkurs machen. Ich erkläre nochmal ganz kurz, wo dieses kleine g denn herkommt. Newtons universelles Gravitationsgesetz hat uns ja eigentlich Folgendes gelehrt, dass die Anziehungskraft zwischen zwei Objekten, das ist dieses Fg, die Gravitationskraft, ist immer die Anziehungskraft zwischen zwei Objekten und die lässt sich herleiten, indem wir, oder berechnen, indem wir dieses große g nehmen und das ist einfach nur eine Zahl, das ist eine Konstante. Eine ziemlich, ziemlich kleine Zahl, wie du in einem der vorherigen Videos vielleicht schon gesehen hast, aber auf jeden Fall eine wichtige Zahl. Und die multiplizieren wir mit der Masse des einen Objekts und mit der Masse des anderen Objekts und teilen die durch die quadrierte Entfernung dieser beiden Objekte oder um genauer zu sein, die Entfernung der beiden Mittelpunkte dieser Objekte. Wenn du jetzt natürlich zum Beispiel zwei Bälle nimmst, dann ist es nicht so relevant, ob du den Mittelpunkt hier anschaust oder die Oberfläche, weil die Entfernung generell nicht allzu weit ist. Aber das spielt durchaus eine Rolle, sonst würden zum Beispiel, wenn du zwei Bücher aneinander halten würdest, würde man ja hier unten eine Null bekommen, weil man sich einfach nicht die Mittelpunkte der Objekte anguckt, sondern einfach nur die Oberflächen. Und dann wäre das ganze Ding ja nicht, der ganze Bruch hier ja nicht definiert und das funktioniert natürlich nicht. Und dieses kleine g ist einfach nur eine festgelegte Konstante, weil wenn wir für das eine m hier mal die Erdmasse einsetzen, ich nehme mal besser eine andere Farbe, dann sieht man das besser. Nehmen wir ein dunkles Lila, ich hoffe, das sieht man. Ja. Hierfür setzen wir jetzt mal die Erdmasse ein. Und hierfür können wir ja immer die Entfernung, oder ja, ich nenne es mal den Erdradius, auch wenn die Erde keine vollständige Kugel ist, aber wir nennen es mal Erdradius und zwar ist er immer die Entfernung vom Erdmittelpunkt bis zur Erdoberfläche. Und da diese Zahl hier und die Erdmasse und auch diese universelle Gravitationskonstante immer nahezu gleich bleiben, hat man gesagt, wir fassen die einfach zusammen, um diese Berechnung halt immer ein bisschen leichter zu machen. Die drei, die fassen wir jetzt zusammen und nennen die einfach mal klein g. Und du könntest jetzt natürlich sagen, dir wird es bestimmt auch gefallen sein,
Ja, aber wenn ich diesen Ball habe, den ich hochwerfe, dann vergrößert sich ja hier unten diese Entfernung vom Erdmittelpunkt bis zum Mittelpunkt meines Balls. Aber, da, du hast natürlich recht, das ist wahr, aber diese Entfernung ist so minimal, dass man es auch einfach vernachlässigen kann. Also du könntest es natürlich, wenn du möchtest, gerne ausrechnen mit den richtigen, was ist richtig, das ist ja nicht falsch, mit den genaueren Werten. Aber du wirst sehen, dass sich der Unterschied eigentlich nicht wirklich aufs Ergebnis auswirkt. Deswegen kann man es auch einfach vernachlässigen und sagen, alles, was sich so in unserer Atmosphäre bewegt, unterliegt eigentlich immer der gleichen Gravitationskraft. Und wie gesagt, man kann das ja alles ausrechnen. Und das hat man natürlich auch gemacht und ist darauf gekommen, dass dieses klein g ungefähr 9,8 Meter pro Quadratsekunde groß ist. Weil dieses Meter durch Quadratsekunde erinnert uns ja mit Sicherheit an die Beschleunigung. Und das kleine g beschreibt halt auch, was für eine Fallbeschleunigung jedes Objekt in der Nähe der Oberfläche der Erde erfährt. Und daher wissen wir, da sich unser Ball ja auf der Erdoberfläche befindet, davon gehe ich jetzt zumindest mal aus, dass auch unser Ball eine Beschleunigung haben wird von. Oh, da müssen wir natürlich noch ein bisschen genauer sehen, sehe ich gerade. Wir haben es ja nur oder ausschließlich mit Vektoreinheiten zu tun, Vektorgrößen. Deswegen interessiert uns ja auch die Richtung, in die es geht. Und wir legen jetzt einfach mal fest, dass wenn die Bewegung nach oben geht, dann nehmen wir das mal ganz mal positiv. Und wenn die Bewegung nach unten geht, dann ist das Ganze negativ. Und da die Fallbeschleunigung, die zieht uns ja immer in Richtung des Erdmittelpunkts und beschleunigt uns also auch in die Richtung. Deswegen ist die Bewegung natürlich immer negativ, weil es die ja immer nach unten zieht. Deswegen ist auch die Beschleunigung von unserem Ball minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Und nur um nochmal ganz genau zu sein, du kannst das natürlich für dich auch genau andersrum festlegen, wenn das für dich so jetzt nicht normal erscheint, nicht natürlich erscheint. Du musst halt wirklich nur aufpassen, dass du überall die gleiche Konvention benutzt. Unsere Geschwindigkeit ist ja positiv, das heißt, sie geht nach oben, wir werfen den Ball hoch, aber beschleunigt werden wir durchgehend immer nach unten. Das macht die ganze Berechnung nachher auch interessant. Aber wir müssen uns ja erstmal angucken, wie wir denn diese ganzen Sachen berechnen. Also wie berechnen wir denn eigentlich den Weg, den unser Ball zum Beispiel jetzt zurücklegen wird. Und dafür, was halt immer das Einzige, was wir machen können, ist, wir gucken uns erstmal die Formel an, die wir schon kennen. Und was wir wissen, ist, dass wir den Weg ausrechnen können, wenn wir uns die Durchschnittsgeschwindigkeit angucken und die mit der Zeit, die vergeht, multiplizieren. Richtig? Das hatten wir ja vorher schon mal. Wichtig ist, dass es sich hier nicht um irgendeine Geschwindigkeit handelt, sondern nur um die Durchschnittsgeschwindigkeit. Da sich die Geschwindigkeit ja über die ganze Bewegung verändern wird, würden wir nur die Anfangsgeschwindigkeit nehmen, wäre das natürlich ziemlich ungenau. Du könntest es so auch ausrechnen, aber es wäre nicht exakt der Weg, den der Ball zurücklegen würde. Also müssen wir die Zeit können wir ja festlegen. Wir können ja gucken, wie lange die Bewegung geht. Wir müssen allerdings noch gucken, wie denn unsere Durchschnittsgeschwindigkeit eigentlich aussieht. Und das haben wir uns ja auch schon mal angeguckt, wie das beim Durchschnitt immer so ist. Durchschnitt ist ja eigentlich nur eine Umgangssprache für das arithmetische Mittel. Und das arithmetische Mittel von irgendwelchen Werten berechnet man ja immer mit einem Wert plus dem anderen Wert und davon nehmen wir die Hälfte. Also macht man das hier doch auch nicht anders. Wir nehmen die Anfangsgeschwindigkeit und addieren da drauf unsere Endgeschwindigkeit. Und das Ganze teilen wir nochmal durch 2. Das wissen wir ja schon, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das hatten wir in dem einen vorherigen Video ja auch schon mal gehabt. So, die Anfangsgeschwindigkeit haben wir. 2 ist eine konstante Zahl. Müssen wir uns also noch um die Endgeschwindigkeit kümmern. Und wenn wir nochmal überlegen, die Endgeschwindigkeit, die hatten wir auch schon mal anders definiert gehabt. Wir wissen, dass sich die Endgeschwindigkeit, oder wir können es anders machen. Wir wissen bis jetzt, dass wir auf jeden Fall die Anfangsgeschwindigkeit brauchen. Wir wissen auch, dass wir die, warum auch immer, oder wie auch immer, nochmal durch 2 teilen müssen. Also müssen wir jetzt nur noch wissen, was ist denn dieses VE hier, diese Endgeschwindigkeit, wie berechne ich die denn eigentlich? Und da gibt es ja eigentlich einen recht einfachen Ansatz, der ja auch recht intuitiv ist. Wenn ich wissen will, wie schnell ich bin am Ende meiner Bewegung, ist es ja recht wahrscheinlich, dass ich erstmal so schnell bin, wie ich am Anfang schon mal war. Also VA. Und dann muss ich ja nur noch wissen, um wie viel werde ich denn während dieser ganzen Beschleunigung schneller? Das heißt, um wie viel werde ich denn eigentlich beschleunigt? Also multipliziere ich noch die Beschleunigung
mit der Zeit. Also, so lange wie ich beschleunigt werde, erhöht sich auch meine Anfangsgeschwindigkeit. Kurzes Beispiel nur, vielleicht damit du es dir leichter merken kannst. So merke ich es mir zumindest einfach immer, wenn ich eine gewisse Anfangsgeschwindigkeit habe, zum Beispiel nehmen wir mal 10 Meter pro Sekunde, dann drückt dieser Term hier hinten ja nur aus, um wie viel ich pro Sekunde schneller werde. Also wenn wir eine Beschleunigung von 1 Meter pro Quadratsekunde haben für eine Sekunde, dann habe ich am Anfang 10 Meter pro Sekunde, ist meine Geschwindigkeit, und dazu werde ich nochmal 1 Meter pro Sekunde schneller, bin also am Ende dann 11 Meter pro Sekunde schnell. Gut, und wenn wir uns den Term jetzt hier angucken, dann würde ich behaupten, wissen wir eigentlich alles davon. Wir haben die Anfangsgeschwindigkeit, wir haben die Beschleunigung hier oben gegeben und die Zeit, die können wir uns ja dann noch angucken. Wir wollen ja nicht wissen, wie lange die Bewegung dauert, sondern wir wollen uns die Bewegung ja sowieso zu jedem Zeitpunkt sozusagen angucken. Also können wir das Ganze nochmal ein bisschen zusammenfassen. Das sieht natürlich so noch nicht so schön aus. Wie machen wir es am besten? Ich mache mal hier oben weiter. VA plus VA ist ja scheinbar 2 mal VA. Und das Ganze müssen wir noch durch 2 teilen. Durch 2. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist das hier genommen. Richtig? VA plus VA ist 2 VA. Und das Ganze muss ich durch 2 teilen. Aber da hier oben eine Summe steht, muss ich ja jeden Term davon durch 2 teilen. Also muss ich auch das hier noch durch 2 teilen. Ich schreibe nochmal 2 hin. Und das ist ja das Gleiche, als wenn ich schreiben würde, 1 halb. Und dann haben wir noch die Beschleunigung. Und wir haben noch die Zeit. Und ganz wichtig ist, was man gerade bei diesen Herleitungen immer gerne vergisst, man muss sich immer angucken, was habe ich jetzt eigentlich gerade hier ersetzt. Und das Einzige, was wir ja bisher ersetzt haben, also das ganze Zeug hier, ist ja ausschließlich unsere Durchschnittsgeschwindigkeit gewesen. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch nochmal mit der Zeit multiplizieren müssen. Also packen wir den ganzen Kram hier mal nochmal in Klammern und schreiben nochmal ein Delta T hin. So, dann können wir ja noch ein bisschen vereinfachen. Wir können die 2 hier rausstreichen und dann können wir eigentlich schon ausmultiplizieren. Und wenn wir ausmultipliziert haben, ich denke spätestens dann wirst du sehen, dass dir das irgendwie bekannt vorkommt. Wir wissen also, ich nehme mal das S von hier drüben, das S hier, das nehmen wir mal noch mit und schreiben das hier nochmal hin. So, wir können den Weg also auch beschreiben in Abhängigkeit von der Anfangsgeschwindigkeit. Wow, oh, das ist das falsche Braun, sehe ich gerade, tut mir leid. Ich wechsle mal die Farbe. So, die Anfangsgeschwindigkeit. Und die müssen wir noch multiplizieren mit der Zeit, die wegen der ganzen Bewegung vergangen ist. Und darauf addieren wir die Hälfte vom Produkt von Beschleunigung und Zeit. Und wenn ich jetzt ja Delta T, also ich muss ja diesen Ausdruck, ich muss ja einmal diesen Ausdruck hier mal Delta T nehmen und ich muss diesen Ausdruck hier mal Delta T nehmen. Und wenn ich, das hier ist ja sowieso ein Produkt, also rechne ich ja Delta T mal 1 halb mal 1 halb mal A mal Delta T. Also kommt da ja Delta T Quadrat raus, richtig? Irgendwas mal das Gleiche ist immer das, was du hast, zum Quadrat. Und ich denke, die Formel, die wird dir dann doch relativ bekannt vorkommen. Die wird nämlich ziemlich gerne in der Physik gebraucht, wenn man halt Bewegungen beschreiben will, aber nur die Anfangsgeschwindigkeit kennt und die Beschleunigung. Wie gesagt, die Zeit, im Normalfall guckt man sich ja Bewegungen an, wenn nicht, wird man auch die Zeit wahrscheinlich gegeben bekommen. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige und auch eine ziemlich interessante Formel und was wichtig ist in diesem Video, was ich dir unbedingt zeigen möchte, bevor wir uns im nächsten Video angucken, wie die Bewegung dann wirklich eigentlich aussieht, wenn wir uns sie mal so auf physikalischem Wege angucken oder mit einem physikalischen Auge sozusagen, ist, dass du auf jeden Fall von dem Video hier mitnimmst, wie wir auf diese doch schon wieder recht kompliziert aussehende Formel eigentlich gekommen sind. Und zwar, das ist eigentlich nur logisches Schlussfolgerung gewesen aus dieser Anfangsformel hier, die dir immer bewusst ist. Das heißt, wenn du nicht so viel Zeit hast, dir das immer wieder herzuleiten, dann merkt man sich das natürlich oder man guckt ins Tafelwerk, wo es ja dann auch drin steht. Aber wichtig ist, dass du, wenn du irgendwann 30 bist oder wenn du 40 bist oder wenn du ein Ingenieur bist und eine Rakete irgendwo ins Weltall schicken willst, dass du weißt, wenn du den Weg beschreiben willst, nur anhand der variablen Anfangsgeschwindigkeit, verstrichener Zeit und Beschleunigung, dass du dir die Formel theoretisch vollkommen selbst herleiten kannst,
weil halt einfach nichts dahinter steckt, was total unlogisch ist oder wo du dir noch groß Gedanken jetzt machen müsstest, wie man auf irgendwelche neuen Ideen kommen könnte, sondern du weißt einfach, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit, kannst du beschreiben, wenn du dir die Anfangsgeschwindigkeit anguckst und die Endgeschwindigkeit und davon die Hälfte nimmst und die Endgeschwindigkeit von jeder Bewegung, das weißt du ja auch, setzt sich immer zusammen aus der Anfangsgeschwindigkeit plus um wie viel werde ich denn pro Sekunde schneller, also plus a mal Delta T. Und das Ganze einfach nur ein bisschen zusammengefasst, fügt sich dann in diese wunderschöne Formel hier ein. Und ich hoffe natürlich, dass dir diese Schönheit der Physik jetzt auch bewusst geworden ist. Und denk daran, im nächsten Video gucken wir uns noch an, wie diese eigentliche Bewegung des Balles aussieht. Und dann brauchen wir natürlich auch unsere Werte hier oben endlich mal. Nur falls du dich gewundert hast, warum ich die jetzt schon hingeschrieben hatte. Also dann, wir sehen uns im nächsten Video.